Geht dir das eigentlich auf den Senkel, manchmal immer auf diesen Griechen reduziert zu werden? Ja, ich gar nicht. Ich finde, wenn man das unbeschwert macht, dann ist das. Ich habe ja auch viel mehr Geld. Ist das schön? Mike ist auch dabei. Juhu. Herzlich willkommen zu Puff auf Happy Hour aus Berlin, hier aus der Kulturbrauerei. Und wie immer mit dem besten Publikum der Welt. Muss man wirklich mal sagen. Sie sind der Hammer. Aber das ist jetzt, Moment, aber Sie machen. Es ist ja, das ist auch fast ein bisschen egoistisch jetzt hier, Ihr ausrastender Applaus, das macht ja auch Druck jetzt, also bei mir. Das heißt ja, doch, jetzt musst du aber auch mal liefern, ne? Wenn Sie jetzt denken, ihr seid doch immer gut, jetzt ist das für mich natürlich Stress. Ja, weil man muss sagen, also im Grunde genommen, es wär eigentlich einfach, wenn Sie einfach mal nichts erwarten. Verstehe, das habe ich so auch als Lebensmotto für mich jetzt entdeckt. Also ich erwarte einfach grundsätzlich nichts mehr. Also ich gehe raus und denke mir, also auch so vom Wetter, Fernsehprogramm, ich erwarte grundsätzlich, auch von Menschen erwarte ich nichts. Familie, Freunde, nichts mehr. Meistens sind ja eh eine Enttäuschung. Und gerade Familie. Ja? Grüße, Mutti. Na, aber Produkte, da erwarte ich Produkte. Gut, das liegt aber auch daran, Produkte sind mir wirklich wichtig. Da erwarte ich manchmal noch was, und aber ansonsten. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, ich rechne mit dem Schlimmsten. Ich erwarte nichts und rechne mit dem Schlimmsten. Machen Sie das mal, dann ist Ihr Leben sensationell. Also zum Beispiel, ne, alle regen sich mal auf, in Berlin sind sie alle unfreundlich. Ne? Wenn sie erwarten, dass sie, wenn sie hier hinkommen, sofort angegeicht werden und das passiert nicht, denken sie, was ist das denn freundlich? Das ist ja die netteste Stadt der Welt. So müssen sie mal denken. Ja? Oder wenn sie auf der Autobahn sind, ne? Sie denken, ist doch eh gleich wieder Stau, ich komme wahrscheinlich gar nicht an, wenn sie das vorher denken. Und sie fahren los und flutschen durch wie ein Zäpfchen, super. Nichts erwarten und mit dem Schlimmsten rechnen. Dann funktioniert die Deutsche Bahn auch wieder. Würde ich nichts erwarten. Also wir lästern immer über die Deutsche Bahn, unpünktlich, Toilette stinkt, bringt eigentlich von A nach B. Ich erwarte da gar nicht. Ich stelle mich manchmal auf den Bahnsteig und denke mir, die haben keine festen Abfahrtszeiten. Und wenn dann Zug kommt, denke ich, was ist das denn? Ja, ich tue dann auch manchmal so, als wüsste ich gar nicht, wie das System funktioniert. Ne? Ich rechne auch manchmal damit, dass es die Bahn gar nicht gibt. Dann denke ich mir, Mensch, wofür ist der Bahnsteig? Dann gehe ich rein, denke, es ist ein Büro. Auf einmal bin ich an einem anderen Ort und denke, Zauberei. Für mich ist Bahnfahren beamen dann dadurch. Gut, sie werden relativ doof angeguckt, aber es funktioniert. Nichts erwarten und mit dem Schlimmsten rechnen. Dann ist alles super. Und gerade natürlich, es gibt auch Berufsgruppen, die müssen eigentlich da auch richtig mit gepolt sein. Also ich weiß, ist ein Soldat anwesend? Bundeswehrsoldaten? Mal Hand hoch, ist einer da? Ja, gut, ich würde auch nicht aufzeigen. Aber das ist, nein, als Bundeswehrsoldat, ich meine, da darfst du auch nicht zu hohe Erwartungen haben. Ne? Wenn die dann so einen Flieger rausbringen, der nicht fliegt, ist auch pfiffig. Da haben die ein Transportflugzeug gebaut, was nicht fliegt. Was haben die an dem System Flugzeug nicht verstanden? Hätten sie es rausgebracht, gesagt, komm, wir geben mehrere Milliarden für einen Container aus, dann, klar, da hätten wir gesagt, das sieht richtig schick aus für einen Container. Ja, und also abgestürzt ist, hat es auch noch toll geraucht. Also, und die hatten schon einen Hubschrauber, der nicht flog, also langsam müssten sie es ja mal lernen. Ja? Oder das G36, ist ja auch so ein Ding. Wenn du da nichts erwarten würdest, dann wäre das ein super Gewehr. Ne? Wobei auch, es haben sich ja viele beschwert, bei dem G6, bei diesem Gewehr, wenn es heiß wird, dann schießt das ja irgendwie in der Gegend rum, ne? Wenn du Dauerfeuer machst. Da hat aber auch Heckler und Koch direkt gesagt, Freunde, das Gewehr ist doch gar nicht für Dauerfeuer ausgelegt. Was erwartet ihr von der Waffe? Ne? Dann haben natürlich findige Journalisten gesagt, ja, warum hat denn die Waffe dann einen Knopf für Dauerfeuer? Ja. Und dann dachte ich, das ist ähnlich so, als würdest du so in einem Zimmer sagen, mit einem Lichtschalter, pack nicht den Lichtschalter an. Das Zimmer ist für Licht nicht gemacht. Was macht der Schalter da? Ja. Aber das Gewehr kannst du natürlich auch positiv sehen, kannst einfach sagen, es ist eine der friedlichsten, also eigentlich ist es im Grunde genommen eine Waffe als Friedenstaube oder eine Friedenstaube als Waffe, weil es passiert ja nichts durch das Gewehr. Egal, wenn sie schießt, die Kugel fliegt nach links, rechts, oben, unten. Also das Gute ist, und die Kugel kommt nie zurückgeflogen auf sie. Sie können durch die Waffe nicht sterben. Selbstmörder würden immer. Pff, also, weißt du, und wenn auf sie geschossen wird, also sie können nicht sterben. Das ist eigentlich super. Und wenn sie die Waffe, wenn sie da einfach nichts erwarten, nach dem Motto, das ist kein Gewehr, sondern einfach mal, wenn sie die Waffe verteilen würden, das ist ein Knüppel. Verstehen Sie, man muss die Erwartungen nur so weit runterfahren, bis sie was Gutes haben. Das ist ein Knüppel, sagt der Soldat, wie cool ein Knüppel, der schießen kann. Verstehen Sie, dann ist alles gut.
So müssen sie da rausgehen. Und Politik funktioniert ja im Grunde genommen auch so. Ne? Wenn sie da nichts erwarten, das ist super. Seit Jahren erwarte ich von Frau Merkel nichts. Und sie liefert es perfekt ab. Da muss man auch mal sagen, gut gemacht. Hat sie fein gemacht. Muss man auch mal loben. Ne? Und dann ist auch jedes Staatssystem ist im Grunde genommen super. Nichts erwarten, mit dem Schlimmsten rechnen. Wenn sie dann als Syrien-Flüchtlinge da an der Grenze zur Türkei stehen und nicht reinkommen, ja, erwarten sie einfach, dass sie jeden Moment erschossen werden. Ja? Dann ist das in Ordnung. Wenn sie als Schwarzer in den USA, ne, durch eine Polizeistreife erschossen werden, ja, und nichts erwartet haben, mit dem Schlimmsten rechnen, ist das in Ordnung. Wenn sie als Hauptschüler in Deutschland von vornherein wissen, das wird nichts, dann ist das in Ordnung. Wir haben im Stillstand haben wir den Fortschritt entdeckt, weil wir denken, du, wenn es nicht schlechter wird, dann ist es gut. Ja? Oder wie mein Opa immer sagte, erwarte nichts, dann wirst du angenehm überrascht. Viel Spaß dabei. Schön. Habe ich gar nicht erwartet. Habe ich echt nicht erwartet. Aber Regeln machen ja die Ausnahmen und von meinem ersten Gast, da können Sie so einiges erwarten, denn er ist Physiker, also er hat richtig was auf dem Kasten und ich bin hocherfreut, dass er hier ist. Wir haben uns kennengelernt, als ich meine Karriere angefangen habe und da hat er gesagt, naja, und jetzt konnte ich ihn einladen. Er ist wirklich ein begnadeter Redner mit viel im Hirn. Hören Sie selbst, für Sie, Vinz Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Herr Puffer hat es ja gesagt, ich bin tatsächlich Physiker und ich muss sagen, das naturwissenschaftliche Grundwissen in Deutschland ist, man muss es leider sagen, katastrophal. 34% der deutschen Realschüler sind davon überzeugt, dass sich die Nordhalbkugel entgegengesetzt zur Südhalbkugel dreht. An der Stelle empfehle ich eine Klassenfahrt zum Äquator. Breitbeinig drüber stellen, gucken, was passiert. Gut, einige lachen jetzt, denken sich 34%, das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ja mehr als die Hälfte. Und das zeigt auch, in den gebildeten Schichten herrscht Nachholbedarf. Mein aktuelles Programm trägt ja den Titel Evolution und letzte Woche spiele ich dieses Programm nach der Show, spricht mich ein Zuschauer an, der Markus, der sich so ein bisschen an der Evolutionstheorie gestört hat. Hat gesagt, ja, sowas Hochkompliziertes wie das menschliche Auge, das kann doch unmöglich durch einen evolutionären, durch einen ungeplanten Prozess entstanden sein. Da muss doch ein schöpferischer Plan dahinter stecken. Ich habe es erst für einen Scherz gehalten, habe gesagt, ja, oder das menschliche Schienbein. Ein nahezu perfektes Sinnesorgan, um im Dunkeln scharfkantige Möbelstücke zu finden. Aber der Markus fand es überhaupt nicht lustig. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass die Evolution, sondern dass ein intelligenter Designer für alles verantwortlich ist. Ja, und das ist ja eine Diskussion, die man häufiger führen muss, wenn man über Evolution redet. Ich habe da immer so eine Standardantwort parat, habe zu ihm gesagt, Markus, wenn uns wirklich ein intelligenter Designer erschaffen hat, warum hat er dann sowas Unnötiges wie den Blinddarm entwickelt? War er vielleicht Chirurg? Nein, wenn man sich wirklich menschlichen Körper umguckt, muss man einfach an einem intelligenten Designer zweifeln. Das linke Ohr ist mit der rechten Hirnhälfte verbunden, Luft- und Speiseröhre sind gekreuzt, die Abwasserleitung läuft direkt durchs Vergnügungsviertel, also es ist... Ich habe zu ihm gesagt, Markus, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, aber Innenarchitektur ist mit Sicherheit nicht seine Stärke. Der Markus ist dann richtig fuchsig geworden und hat gesagt, ja, aber Evolution ist nur eine Theorie. Und da hat er recht. Evolution ist nur eine Theorie. Gravitation ist auch nur eine Theorie. Trotzdem springt keiner vom Dach, weil es nur eine Theorie ist. Und der Markus hat natürlich auch recht, wenn er wissenschaftliche Theorien anzweifelt. Das ist ja der Grundgedanke von Wissenschaft. Skeptisch sein. Und deswegen sage ich jetzt ohne Ironie, bleib skeptisch, Markus. Bleib skeptisch, lass den Designer weg, aber bleib skeptisch. Denn in der Wissenschaft weiß man tatsächlich nie, ob eine Theorie zu 100% korrekt ist. Aber man kann die Behauptungen einer Theorie überprüfen. Man muss sie sogar überprüfen. Ich kann mich erinnern, als ich im Studium auf einer Semesterparty war, habe ich mit meinem Astronomieprofessor angestoßen, ohne ihm dabei in die Augen zu gucken. Und er sagte noch zu mir, ja, Herr Ebert, jetzt haben Sie 7 Jahre schlechten Sex. Und er hat recht gehabt.
empirisch überprüft. Aber hey, als Physiker ist man froh, wenn man überhaupt welchen hat. Ich bin deswegen so ein großer Fan von den Naturwissenschaften, weil Wissenschaften Mythen und Illusionen entzaubern. In der Physik, in der Naturwissenschaft gibt es keinen Raum für Selbstüberschätzung. Nehmen Sie zum Beispiel mal unsere Milchstraße. Unsere Milchstraße ist eine typische Spiralgalaxie, wie sie milliardenfach in unserem Universum gibt. 200 Milliarden Sterne, in der Mitte ein massives schwarzes Loch. Schwarze Löcher, kennen Sie das, so ein bisschen wie der Vatikan? Es dringt keine Information nach außen und innen ist die Zeit stehen geblieben. Und links oben, an einem unbedeutenden Seitenarm, da sind wir, unser Sonnensystem. Und trotzdem denken wir, unser Universum kreist um uns. Die Esoterik ist ja deswegen so beliebt, weil sie sagt, du bist etwas ganz Besonderes in diesem Universum. Und die Sternbilder hier oben sind nur dazu da, damit du einen coolen Aszendenten hast. Als Physiker wird man oft gefragt, wie man so zur Astrologie steht. Und ich sage immer, wissen Sie, ich glaube nicht an Astrologie. Ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Das ist ganz typisch für Zwillinge. Aber warum sollten uns diese Himmelskonstellationen beeinflussen? Ein vorbeifahrender LKW zum Zeitpunkt ihrer Geburt übt eine zigfach stärkere Gravitationskraft auf sie aus als Jupiter oder Neptun. Meine Hebamme hat 110 Kilo gewogen. Was kümmert mich da mein Aszendent? Denken Sie mal darüber nach. Dankeschön. Sie bekommen hier natürlich auch die besten Künstler der Welt. Deshalb ist dieser Applaus nur gerechtfertigt. Mit den zwei war ich schon bis 4 Uhr morgens in der Disco. Ihr habt aber komplett umgesattelt für sie. Wen singt ihr mittlerweile? Wir singen beim Chor der Jungen Union in Miesbach. Das sollten wir uns unbedingt mal anhören. Hier sind für Sie Maxi Schaffroth und Markus Schalk. Vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank, Dankeschön für den netten Empfang. Es ist uns eine große Freude hier in Berlin. Also es ist wirklich für uns was Besonderes. Ich darf ganz liebe Grüße von der bayerischen Staatsregierung ausrichten. Horst Seehofer lässt sich entschuldigen, er ist heute auf einer Minaretteinweihung in Bad Tölz. Na, das ist wirklich toll. Also Sie hier, ich habe gerade mit der Staatskanzlei telefoniert, ich habe gesagt, Herrschaftszeiten, na, mein bayerisches Herz, das hupft ja vor Freude. Den Berliner, denen geht's gut, na, sie lachen, sie sind wohl genährt. Na, es ist ganz toll zu sehen, dass unser Geld hier ankommt. Wirklich, nein, also ich freue mich doch total, ne? Aber man merkt es doch, das merken Sie doch, oh, wir sind anders, ne? Sie sind anders, ich habe jetzt die letzten 3 Tage, habe ich Sie ja beobachtet, ne? Sie mögen das gerne, wie es hier ist, ne? So ein bisschen urban industrial, ne? so ein bisschen unbemüht, nur so nebenbei ein bisschen schick, ne? Ich habe Sie beobachtet in Ihren Clubs, ne? Wie Sie da so sphärisch tanzen, ne? Mit Ihren weiten, ausgewaschenen Jacken, ne? Aber die Taz, die steckt richtig rum in der Jackentasche, gell? Ne? Ja, Sie sind Hauptstadtbürger, Sie sind, ich sage Ihnen das unterscheidet Sie von uns in Bayern. Sie sind direkt, Sie gehen auf die Straße, wenn Ihnen was nicht passt. Sie protestieren. Das geht bei uns in Bayern nicht. Das geht wegen der CSU nicht. Also, nein, wirklich, wenn sich in Bayern ein Protest zusammenrottet, dann kommt die Paulaner Brauerei und verteilt Biergutscheine. Na, oder man baut ein Bierzelt drumherum, um den Protestherd. Das nennt man kontrollierte Eskalation. Also, ne, aber das ist doch auch schön, wissen Sie, dass wir so eine Vielfalt in Deutschland haben. Das ist doch ein großes Kapital, was wir haben. Ich meine, ich sehe Sie ja. Ich sehe Sie, wenn Sie runterkommen bei uns im Allgäu auf den Skipisten. Ne, da ist ein deutscher Querschnitt vorhanden, das können Sie sich nicht vorstellen. Ich sehe Sie auch. Ne? Und ich sage Ihnen eins, von wegen arm, aber sexy. Das ist was, das haben Sie lange Zeit hinter sich gelassen. Ne, ich sehe Sie ja mit Ihren SUVs, mit Ihren Geländewagen. Ne, kommen Sie so an, ne, mit Ihren getunten Range Rover im matt-schwarz-Look. Ne, bloß nicht poliert, das nicht spießig ist, ne? Aber trotzdem ein Achtzylinder fahren, gell? Ja, das weiß ich schon. Ne? Sie fahren die gleichen SUVs, ne? Sie tragen da auf den Skipisten dieselben Daunensteppjacken, ne? Und ihre Kinder, ne? so kleine Daunenkugeln, ne? wenn die einmal ins Rollen kommen, sind die weg, das sage ich Ihnen. Ne? Nein, wirklich, ne? Das mit den Steppjacken, das habe ich beobachtet, ich schaue ja genau, ne? Das ist mit den Steppjacken, das gibt es in allen großen deutschen Städten, das ist ein elaboriertes Kastensystem, da können Sie an der Anzahl der Steppsegmente die Kastenzuordnung ablesen. Ja?
Das ist irgendwie, weiß nicht, ich finde es auch schade. Ne? Es geht immer nur so um gesellschaftliche Abgrenzung. Warum gehen wir nicht aufeinander zu? Ich kann Ihnen das nur sagen, ich biete Ihnen das an. Kommen Sie vorbei, kommen Sie ins Allgäu. Ich habe bei mir am Hof, ich mache Seminare, ich mache Mutseminare für Helicoptering Parents. Kommen Sie vorbei. Gerade für solche wie Sie, na, so die Prenzlberg-Bohemen, die kommen da alle zu mir. Na, ich habe so eine Gletscherhütte auf 1800 Höhenmetern. Da gehe ich hinauf mit den Helicoptering Parents, mit den Kindern. Das Seminar heißt Loslassen. Wirklich. Im Ernst, nein, schauen Sie, ich kann es Ihnen nur sagen, bitte kommen Sie vorbei und Sie werden merken, wir haben uns in Bayern total verändert. Sie werden denken, was sind die cool in Bayern? Na, wir, schauen Sie, der Horst Seehofer, wir sind liberaler geworden. Der Horst Seehofer, hallo, seien Sie bitte ruhig, der Horst Seehofer hat jetzt gerade beim traditionellen Starkbieranstich am Nockerberg seine neue Lebensgefährtin Conchita Wurst präsentiert. Also, da können Sie doch nicht sagen, dass sich da nichts tut. Wir teilen na, die Starnberger Landfrauen. Das sind unsere Sozialpädagoginnen. Die sind jetzt gerade aus, na, die sind im Uncharity. Na, die sind gerade mit der Cessna vom Dr. Solms und machen in Sierra Leone eine Thermomix-Vorführung. Also, da sehen Sie, es tut sich was. Wir haben tolle Bräuche in Bayern. Kommen Sie vorbei. Das, den fränkischen Häuselgruß zum Beispiel ist ein ganz toller Brauch. Also das kommt immer wieder auf. Ne? Der fränkische Häuselgruß, da wird also Neuankömmlingen, also Zugezogenen im Ort, ein netter Gruß an die Fassade gesprüht. Das gibt es, glaube ich, in Sachsen auch. Na, jetzt haben sie Vorurteile. Jetzt sehe ich das schon wieder. Sie haben Vorurteile. Ich kann Ihnen das nur sagen. Ne? Wahrscheinlich ist es wegen diesem Lodenkittel. Ne? Da denken Sie, ja, dieser saturierte bayerische Haxenfresser, ne? Der hat wahrscheinlich Grundbesitz. Ne? Ich sage Ihnen das. Das dürfen Sie nicht in einen Topf schmeißen. Jetzt wird randaliert da hinten. Ne? Schmeißen Sie das nicht in einen Topf. Also Bayern, wissen Sie, Bayern ist geteilt. Wir kommen wirklich, der Markus und ich, wir kommen aus einer strukturschwachen Region. Es gibt in Bayern auch noch Orte, wo man seinen Lebensunterhalt durch Arbeit bestreiten muss. Und da, wo wir herkommen, ist es so. Sie müssen wissen, Bayern ist geteilt. Durch Bayern fließt der Lech. Das ist sowas wie der bayerische Ganges. Und da kommt es sozialwissenschaftlich gesehen zu einem Development Shift. Na, wir sind da ein bisschen hinten dran. Na, wir haben immer noch viele Einöden. Da gibt es kein Breitbandinternet. Und da hat die Kirche natürlich leichtes Spiel. Also, ich bitte Sie. Bitte, Berlin, kommen Sie vorbei. Ich möchte Sie da jetzt schon mit hineinholen, dass Sie das auch einfach genau erkennen, dass es in Bayern Unterschiede gibt. Ich möchte Ihnen das Allgäu mit dem Markus erklären. Stellen Sie sich eine strukturschwache Region vor. Stellen Sie sich mal Berlin. Stellen Sie sich eine Traktorentankstelle vor. Thank you, Markus. Wissen Sie, der Blues, der kommt aus dem Allgäu. Ja, also da, wo die Armut siegt, da kann Kunst und Kultur gewinnen. Ja, da kommt der wirkliche, da kommt die wirkliche Kunst her, das sage ich Ihnen. Stellen Sie sich mal diese Traktorentankstelle vor und ein Tankstellenschild, das da langsam im Wind wiegt. Und jetzt sehen Sie eine Katz, aber nicht, was Sie jetzt sehen, so eine aufgebürstete, fette Innenstadtkatz. Nein, Sie sehen eine Dreibeinige, also ein Mähopfer. Jetzt sind wir im strukturschwachen Bayern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt schauen wir über den Lech, da sehen wir die Starnberger Zahnarztkinder mit den geblitschten Zähnen. Ja, das ist die andere Seite. Und ich wusste, ich kann das deutsche Kastensystem durchbrechen. Ja, ich wusste, ich kann über den Lech. Ich habe damals meiner Mama gesagt. I told my mama, I said mama, in the name of the Lord, I wanna go over the river. Mama, please, I wanna go over the Lech. Und ich hab's geschafft bis nach Berlin. Sie machen das möglich. Dankeschön. Mach das sein. Vielen Dank. Dankeschön. Bis bald. Passt auf euch auf. Maxi Schaffroth und Markus Schalk. Geht zur Theke, geht zur Tränke. Sind die gut oder sind die gut? Die sind alle gut hier. Ah, das macht Spaß. Sehen Sie, Einöde? Einöde fördert. Muss man auch mal sagen. Ne? Also wenn man halt nichts anderes als eine Wiese und eine Kuh hat, da bringt was. Ne? Kann man ja auch gerade so für viele Regionen in Brandenburg. Hoffnung. Achso, ihr habt keine Kühe. Ne? Ja. Der folgende Künstler
Den haben wir eingekauft, da dachten wir, ja. Und dann wurde es, weil der kommt aus der Schweiz. Und am Anfang hatten wir dann einen Preis verhandelt, da dachten wir, da kommen wir gut mit hin. Und dann kam das mit dem Franken. Und jetzt. Ja, jetzt haben wir auch gesagt, wir hätten wohl nur nachverhandeln sollen. Aber ganz ehrlich, kein Geld ist für mit diesem Mann zu viel, denn er ist ein Ausnahmekünstler. Ich könnte ihm stundenlang zuhören und das machen wir jetzt einfach. Hier ist für Sie Martin O. Der Opa ist ein frommer Mann und liest in seiner Bibel. Die Oma schneidet nebenan fürs Abendbrot die Zwiebel. Der Opa ist ein frommer Mann und weint ob seiner Sünden. Die Oma, sie weint nebenan, jedoch aus anderen Gründen. Martin O. Sag mal, da hast du keine Schnitte, wenn du mit dem abends unterwegs bist, weißt du? Da können sogar die mit einer Klampfe irgendwie noch was reißen. Dann macht er einfach ing, ing, unk, unk und alle nur so. Dann mit dem Opa. Eigentlich wollte ich jetzt eine sehr politische, aber wir könnten kurz vielleicht über meine Großeltern einmal reden. Die waren zu Besuch. Eine Woche. Jo, habe ich mir gedacht, eine Woche ist ja auch. Also montags dachte ich, es ist Montag. Und die sind erst am Montag gekommen. Also eine Woche, also ist ja. Hat 168 Stunden, also ich habe nicht die Stunden gezählt, es waren mehr die Minuten. Und nette Leute, um Gottes Willen. Meine Großeltern natürlich, die habe ich schon auch lieb, weil ich denke, ich erbe. Aber kann sich auf nichts mehr verlassen. Sind ja fit, die geben alles aus der warmen Hand auch. Sehr, sehr egoistisch. Sehr egoistisch. Und hören tun die auch nichts mehr. Das ist krass. Boah, haben Sie so Alte zu Hause, die nichts mehr hören, aber so tun, als würden sie alles verstehen? Kennen Sie das? Die das einfach immer weglächeln, ja, wenn du so sagst, und Oma, wie war die Anfahrt? Also, und du siehst in den Augen, die hat kein Wort verstanden. Aber kannst du fragen, was du willst. Wie geht's dir? Sag mal, brennt der Flur? Und damit es nicht auffällt, erzählt sie dann immer schnell was, weißt du?
Brennt der Flur? Habt ihr das Dortmund-Spiel gesehen? Also, ich sage, Oma, was ist los? Und erzählen tut die viel. Also, erzählt viel von früher, also von sehr weit, also Urknall Jesus und dass sie das mit den Juden nicht wussten. Mein Opa auch immer, der sagte, was hat mit den Juden im Zweiten Weltkrieg? Ich war ja im U-Boot, woher soll ich das wissen? Denn mein Opa war recht lange im U-Boot. Sein U-Boot ist damals 38 getaucht und 1972 ist er dann erst wieder. Ja, ja, die sind ganz sehr merkwürdig gefahren. Gab's ja noch kein Navi und unter Wasser ist auch scheiße. Also, weiß ja nicht. Wo bin ich jetzt hier links, rechts? Weiß ja nicht. Alte Leute. Ein Problem ist halt, also das war schon, weil die sind halt alt, also die sind richtig alt. Und die sind, also das ist, aber so alt, man sieht gar nicht mehr, dass sie noch älter werden. Wisst ihr, wie bei Schildkröten. Versteht, also das ist, nein, das ist, Gammelfleisch wird ja auch nicht, na, ist auch blöd. Aber sie wissen, also, na, also das ist, gut, bei ihm könntest du die Baumtechnik anwenden, weißt du, könntest du die Ringe zählen, weil der war viermal verheiratet. Naja, ist okay, aber super alt. Und das, eine Woche waren die, und die schließen die Tür an der Toilette und im Badezimmer nicht ab. Weil sie denken, ja, falls einem was passiert, dass man reinkommen kann, erste Hilfe leisten. So, und das war, so, und wusste es ja jetzt nicht, ist da einer oder ist, ich war eine Woche nicht kacken. Weil, ja, das hatte was von so einer Gameshow, weißt du, wusste man nicht, oh, der Zonk, eieieiei. Es war wirklich schwierig. Ja. Und dann ist mir halt was Blödes passiert. Und dann, ich wollte duschen und bin richtig mit Schwung ins Badezimmer und dann stand sie da. Meine Opa, Oma, also Hildegard, und da habe ich auch gesagt, oh. Und das aber, und da, die war so nackt, das war schon drüber. Also das war so, wissen Sie, kennen Sie diese Hunde, die nur aus Falten bestehen? Oder nee, anders, stellen Sie sich mal eine 1,65 Meter große Rosine vor. So, wisst ihr, wo auch eine Bodylotion sagen würde, Freunde, ich bin raus, da kann ich nichts mehr machen. Das ist, also seht euch, das sollte plastiniert werden, die muss man ausstellen. Ja. Nein, also ich habe sie ja lieb, um Gottes Willen. Ja. War trotzdem, war merkwürdig, weil, also auch von der Gewebe, also von der Struktur, also alles, also es hing. Nein, es war halt so nach unten, also auch das, also die oben. Also es war, ja, sagen wir mal so, in der Fliegersprache, das war nicht mehr Sinkflug, sondern die sind, also es war Touchdown. Das war, na, für einen Moment dachte ich, oh Hildegard, du hast deine Kniescheiben verloren, aber dann habe ich, waren nicht die Kniescheiben. Ne, also, und ich konnte nicht weggucken, wie so ein Autounfall. Also. Ja, wirklich, ich war so, erst war ich, ui, und dann bäh. Aber liebe, ein Topfit. Also, habt ihr auch. So, und dann war ich halt duschen und dann ist auch, und ich habe geföhnt, ich habe es nicht gemerkt, und sie ist dann reingekommen, kam von hinten an, hat mir an beide Pobacken gefasst und gesagt, na, ihr zwei, Lust ein bisschen unartig zu sein. Ich sag so, was ist denn hier kaputt? Ja, das Blöde war, und dann siehst du auch einmal, oh, du bist ja gar nicht der Opa. Vom Arsch hättest du sein können, hat sie gesagt. Großeltern. Halten Sie dran fest, man weiß nie, wie lange die noch da sind. Dankeschön. Ich freue mich auf die Zuschriften. Ja, der geneigte Dreisatz-Zuschauer wird wahrscheinlich sagen, das war deine letzte Sendung, Freundchen. Die Künstlerin, die jetzt kommt, eine Frau, sensationell, es wird immer in anderen Sendungen gesagt, es gibt keine witzigen Frauen. Haha, es gibt sie doch. Ja, man muss halt auch mal gucken und sie dann einladen. Und ich einfach nur sagen, gibt sie nicht. Sie ist begnadet, sie ist toll, sie sieht gut aus und sie ist hier. Sarah Bosetti. Für Sie, im September kommt ihr Buch raus, Mein schönstes Ferienbegräbnis. Wahrscheinlich spricht sie von den Großeltern. Gut, finde ich das Erscheinungsdatum, 11. September. Da sind schon viele große Sachen entstanden. Hier ist für Sie Sarah Bosetti. Ja, hi. Mein erstes Buch ist an einem Freitag, dem 13. entstanden. Ich habe da ein Händchen irgendwie. Ich habe einen neuen Text dabei, den lese ich vor. Das sage ich nur, damit ihr euch nicht erschreckt. Der Text trägt den Titel Flummis für die Welt oder Es geht bergauf. Endlich geht es wieder bergauf, titeln die Zeitungen und haben recht damit. Endlich. Welcher Fahrradfahrer freut sich nicht, wenn es bergauf geht? Bergab, da kann man sich ja einfach rollen lassen, immer schneller werden und den Gegenwind einatmen. Wer will denn sowas? Bergab, da kann man die Hände vom Lenker nehmen, sie nach rechts und links strecken und entgegenkommende Fußgänger ohrfeigen. Oder Leonardo DiCaprio spielen, was moralisch in etwa gleich schlimm sein dürfte.
Bergab ist für Luschen. Wir wollen strampeln, sonst glauben wir nicht, dass wir vorwärts kommen. Bergab ist für Rentner, die sich einen Motor in ihr Fahrrad einbauen lassen. Für die geht's immer bergab. Nein, es muss bergauf gehen. Skifahrer sind im Herzen Bergsteiger. Sie rasen den blöden Hang nur runter, damit sie möglichst schnell von vorne anfangen können. Fallschirmspringer hüpfen aus demselben Grund aus dem Flugzeug wie Banker von Hochhäusern. Wer ganz oben ist, wird depressiv. Wir brauchen ein Ziel und dürfen es niemals erreichen. Wir pflastern die Welt mit Phallus-Symbolen, um dem Himmel nah zu sein. Dann strecken wir unsere Hand nach ihm aus, also nach dem Himmel, nicht dem Phallus, und sind beruhigt, wenn wir ihn noch nicht ganz greifen können. Denn was greifbar ist, ist angreifbar, und wer nach oben angreift, auf den Hagel des Scherben. Nach oben ist eine Richtung und kein Zustand. Wer oben ist, ist zuständig, und das ist ja bekanntlich niemand. Nicht mal entscheidungsbefugt sind wir. Wir haben einen freien Willen, aber wissen nicht, was die Welt von uns will. Ich traf vor kurzem einen alten Mann an einer Bushaltestelle. Er sagte, Sie sind eine Frau. Aber das macht nichts, ich bin ja für eine Frauenquote. An Bushaltestellen? Fragte ich. Nein, in meinem Land, sagte er. Diese Flüchtlinge zum Beispiel, die könnten doch mal eine Frauenquote einführen, bevor sie Boote voller Männer nach Europa schicken. Wir sind Seiltänzer auf Beton und Flummis im Geist. Ein Wesen, das nach oben guckt und unter sich scheißt. Wir haben Skrupel nur, wenn sie auf unserer To-Do-Liste stehen. Es kann doch kein Zufall sein, dass wir einer so wichtigen moralischen Gefühlsregung wie Skrupel einen so hässlichen Namen gegeben haben. Skrupel. Das klingt wie dieser harten Popel, die man besser lassen sollte, wo sie sind, weil man sonst Nasenbluten bekommt. Skrupel. Hör auf zu skrupeln, Kind, das macht man nicht in feiner Gesellschaft. Lass den Dreck in der Nase und nimm die Nase aus dem Dreck und dann fang an zu klettern, du bist Bergsteiger. Du sagst, du hast zum Klettern kein Talent, du bist der schwerste Mensch der Welt. Andere Menschen nennen das Bodenständigkeit. Nein, du leidest nicht unter einer Depression, die Depression leidet unter dir. Wer sich fallen lässt, landet immer auf dem Rücken eines anderen. Wir fallen, um Aufstehen zu üben. Fallen ist Luxus, fallen kann nur, wer noch nicht ganz unten ist. Wir würden fallen wollen, wenn wir nur wüssten, dass wir in einem Bällebad landen. Es ist die Spannungsentladung zwischen uns und dem Erdmittelpunkt. Es ist 100.000 Euro sparen und dann kein Haus, sondern 100.000 Flummis kaufen. Es ist der Mietshaus-Schwanzvergleich, wer Parterre wohnt, hat verloren. Wir tragen unser Kreuz wie eine Messlatte am Marterpfahl. Wir starren in die Ferne und unser Horizont ist vertikal. Wir gefallen im Falle des Falles dem Falschen. Und falls dann der Fallschirm nicht aufgeht, dann knallt's, denn so sind sie, die Menschen. Sie wissen's nicht besser, sie sind ein Flummi im Geist. Sie kommen nie an und wenn doch, haben sie kein Gummi dabei. Endlich geht es wieder bergauf, titeln die Zeitungen und meinen damit irgendeine Wirtschaft zu irgendeinem Zeitpunkt oder auch nur die Mitgliederzahlen des Rhön-Club-Zweigvereins Hammelburg. Endlich geht wieder wer drauf, sagt die Nachrichtenagentur und klatscht in die Hände wie ein Kind, dem man einen Flummi schenkt. Sie meint damit Boote voller Menschen, bei denen es keine Frauenquote gibt und von denen es nur ein Bruchteil so weit schafft, überhaupt wieder klettern zu können. Endlich hört dieser Text auf, sagt ihr gleich, denn ihr seid noch lange nicht oben angekommen und habt nicht ewig Zeit. Ihr seid Bergsteiger, steigt auf Berge, es geht bergauf. Dankeschön. So viel dazu, junge Leute seien nicht politisch. Ja. So, können wir auch. Ja, ich bin nicht mehr so jung. Das Schöne ist aber, der folgende Künstler, ich brauche nur eine Sache sagen. Hellas, Sie wissen alle, wer da ist. Hier ist für Sie Rick Cavanian. Guten Abend zusammen, vielen Dank. Danke vielmals. Danke sehr. Sehr freundlich, vielen Dank. Herzlich willkommen, Dankeschön. Vielen Dank. Da muss ich hin. Vielen Dank. Danke sehr. Ja, ich möchte erzählen, ich war letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben in Dresden, und zwar in Dresden am Flughafen. Und der Flughafen in Dresden heißt interessanterweise Dresden International. Und das fand ich spannend, weil das klingt wie ein Zweiteiler auf ProSieben. Und ich habe mir einfach gedacht, das ist doch enorm, wie die Piloten wahrscheinlich beim Anflug sagen werden, Ladies and Gentlemen, welcome to the wonderful airport Dresden International, International, International. Und das klingt groß, es klingt weltoffen, es klingt international. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja selber in München lebe. Da klingt es ein bisschen anders beim Anflug auf dem Flughafen in München. Da klingt es eher, Ladies and Gentlemen, welcome to Munich Airport, Franz Josef Strauß. Und ich weiß, es klingt jetzt übertrieben, ist es aber in der Tat nicht. Es geht nämlich noch weiter im Cockpit. Ladies and Gentlemen, this is your captain speaking to you.
I have some interesting information. Ja, Sie wissen, outside, super. 26 degrees. Oh, hoppala. Now I can see on my radar that we have just entered Bavarian airspace. Das habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ich wusste, dass wir Bayern anspruchsvoll sind, aber ich wusste nicht, dass wir eigenen Luftraum beanspruchen. Bavarian Airspace, das ist der Hammer. Als ich Bavarian Airspace gehört habe, ganz ehrlich, ich habe mich losgeschnallt, bin aufgesprungen, habe gerufen, what's work so far? Um mich rum 20 Japaner, what's work so far? Aber es ist echt interessant. Es ist so interessant, wie der Ton die Musik macht. Ich war letztes Jahr mit meiner Frau zum ersten Mal übrigens in Südafrika, in Kapstadt. Und meine Frau schnorchelt gerne. Und ich selber habe so ein bisschen Respekt vorm Schnorcheln. Und wenn ich vor einer Sache Angst habe, dann kriege ich gleich Nasenbluten. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, es heißt zwar Kap der guten Hoffnung, aber man muss ja das Schicksal nicht, wie auch immer. Ich habe meine Frau überzeugen können, lass uns doch bei einer Whale-Watching-Safari mitmachen. Raus auf den Atlantik, vielleicht sehen wir ein paar schöne Wale, ein paar schöne Delfine. Wir haben uns dort eingeschrieben und wir sind mit so einem Sportboot rausgefahren. Es war ein wunderschöner sonniger Tag in Kapstadt und dieses Sportboot, da waren vielleicht 8 Passagiere, vorne der Kapitän, hinten der Skipper. Und du stehst da so als Kerl und der Wind peitscht dir ins Gesicht. Und ich fühlte mich ein bisschen wie Ricardo Tubbs bei Miami Vice. Und ich gebe zu, hätte ich mich in diesem Moment selbst heiraten können, ja, ich hätte es getan. Das Boot hält an, ich habe direkt gekotzt. Und es war gruselig, weil in meiner Misere wusste ich nicht, wohin mit mir. Und dann kam der Skipper, hat mich freundlich unter den Arm genommen und gesagt, don't worry, let's just go back to 6 o'clock. Hatte ich noch nie gehört. 6 o'clock als Synonym für das Heck des Bootes. Dort angekommen, hat mich der Skipper liebevoll über die Reling gelegt, hat sogar meine Brille abgenommen, hat mir ein ölverschmiertes Dieseltuch in den Nacken, damit ich keinen Sonnenbrand bekomme, aber dafür am Diesel ersticke. Ich liege da in meiner Misere und es kommt aus allen Rohren raus. Und der Skipper ganz freundlich zu mir, don't worry, it's all right, let it all out, let it all out. It's good for you, let it all out. Und irgendwann bekommt das Ganze so eine Dynamik wie beim Kotz-Yoga. Und ich lag da so in meiner Misere und es war wirklich gruselig. Und irgendwann sehe ich, wie aus meinem linken Nasenloch Blut in den Atlantik träufelt. Und die erste Assoziation, klar. Und in dem Moment, als ich das zu Ende gedacht habe, höre ich, wie der Kapitän vorne sagt, Ladies and gentlemen, please get your cameras ready. There's a white shark approaching at 6 o'clock. Ich will hoch, der Skipper, don't worry, just stay down, let it all out. It's good for you, let it all out. Und das Schlimme ist, mein Gott sei Dank, ich habe es ja überlegt, sonst stünde ich ja nicht hier, aber dieses Englische fasziniert mich einfach, oder? There's a white shark approaching at 6 o'clock. Es klingt so vornehm, oder? Es klingt so harmlos. Es klingt eher so wie Tee bei der Queen, oder? Her Majesty, there's a white shark approaching at 6 o'clock. Oh, lovely. Let him in. Let's have tea together. Das war's. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Danke, Mann. Danke. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke. Rick Kavanian. Das finde ich auch toll. Einfach Bilder entstehen lassen. Und das, ich habe also diese ölverschmierte Tufe-Erde leicht brechend am Heck hin. Ich habe es vom inneren Auge. Neben den anderen Bildern. Von der Oma. Man sagt ja immer, alles, was gut ist, willst du nochmal. Deshalb haben wir gesagt, Martin O., den lassen wir nochmal. Hier ist für Sie nochmal Martin O. El Hamma het mal am Morgen früh noch im Bijama ihr Strass von der Moschee zwei schöne Augen gesehen. Das ist der Anfang worden von seinem Drama. Sie ist Tochter gsi von Mohammed Mustafa.
Der Abd el-Assan hätt mim können schlafen, bis er bei Mohammed um die Hand angehalten hätt und gesagt, ich werde 150 schaffen. Der Mohammed hat geantwortet, bei Allah, es freut mich, dass meine Tochter dir hat gefallen. Doch wert ist sie, Michelle, 220 Kabel und drunter kann ich sie dir aufgefallen. Da hat der Abd el-Assar gesagt, oh Sidi, auf so einen teuren Handel gang ich nicht. Ich Gurt hat gleich drauf schon ein billigere genommen, der nicht so schön war für ein Gschidi. Doch wenn es Nacht wird, versteht ihr's? Doch wenn es Nacht wird, über der Sahara, Sahara, schaut er den Mond am Himmel, hell und klarer, klarer, und ruht hier und da den schönen Augen an und denkt, hätt ich doch früher anfangen sparen. Und denk, hätte ich doch früher auch von sparen. Martin, oh meine Damen und Herren, das Beste aus der Schweiz, was man kriegen kann. Und leider, leider war es das schon wieder mit Puff Puffs, Happy Hour. Ja, ich weiß, die Sendung, wo Kabarett noch Spaß macht. Bitte rasten Sie komplett aus für die Gäste des heutigen Abends. Mit dabei waren Vince Ebert. Maxi Schaffroth und Markus Schalk. Die wunderbare Sarah Bosetti. Und die schönste Toblerone, die man sich vorstellen kann, Martin Ohm. Schalten Sie mal ein. Puff Puffs, Happy Hour. Kabarett kann auch Spaß machen. Dankeschön und tschüss! Oh, Entschuldigung! Schwein! Nee, nee, ich mach das immer. Ich mach das immer so. Schäm dich! Schäm dich! Ich hoffe, du bist. Nee, sogar. Sieht man, dass ich rot bin? Sieht man doch. Bist knallrot. Und jetzt, weil ich wollte natürlich die entsprechende Aufmerksamkeit. Für das Edelweiß des heutigen Abends, für den Papst unter den Göttern, für den einzigartigen, meinen liebsten, besten Freund, könnte ich noch heiraten, ich würde es tun. Ich möchte mich zu Füßen legen. Er ist Rick Cavanian! Ja, ich bin Arsch, ne?